Die Apostel Jesu Christi. Männer, die nicht wegen ihrer Größe, sondern wegen ihres Glaubens erwählt wurden, wurden das Fundament der frühen Kirche. Jeder dieser 12 Männer, zusammen mit dem Apostel Paulus, verbreitete das Evangelium bis an die Enden der Welt. Doch ihre Mission war nicht ohne Kosten. Diese Männer, einst Fischer, Zöllner und gewöhnliche Juden, mussten außergewöhnliche Prüfungen durchstehen. Für sie bedeutete Treue zu Christus mehr als das Leben selbst, dies ist die Geschichte, wie sie starben. Als Märtyrer für ihren Glauben, als Zeugnis für den Retter, den sie liebten, Petrus, der Fels, der zerbrochen wurde, Petrus, kühn und ungestüm. War immer der Erste, der sprach und handelte. Es war Petrus, der erklärte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und Petrus, der gelobte, Jesus niemals zu verleugnen, obwohl er später scheiterte. Doch nach der Auferstehung Christi änderte sich etwas. Der Petrus, der an Pfingsten predigte, war nicht mehr der Mann, der einst vor einem Dienstmädchen Angst hatte. In den folgenden Jahren reiste Petrus weit, predigte in Jude, Antiochien und schließlich in Rom. Dort, im Herzen des Römischen Reiches, endete seine Reise. Während Neros brutaler Verfolgung der Christen wurde Petrus verhaftet und zum Tode verurteilt. Doch Petrus, demütig in seinem Herzen, bat darum, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, da er sich unwürdig fühlte, auf die gleiche Weise wie sein Herr zu sterben. Und so wurde Petrus einst bekannt für seine Angst zu einem Symbol für unerschütterlichen Mut und Glauben. Andreas, predigen vom Kreuz aus, Andreas, Petrus, Bruder, war immer eifrig, Menschen zu Jesus zu bringen. Es war Andreas, der den Jungen mit den Broten und Fischen fand, und Andreas, der Petrus zum Messias führte. Doch im Laufe der Zeit führte ihn seine Missionsarbeit weit über die Grenzen Israels hinaus. Andreas, Reisen brachten ihn nach Griechenland, wo seine Predigten viele Menschen zu Christus führten. Doch seine Worte erregten auch den Zorn der Behörden. In der Stadt Patras wurde Andreas zum Tod durch Kreuzigung verurteilt. Sein Kreuz, das wie ein X geformt war, wird für immer als Andreaskreuz bekannt sein. Selbst als Andreas an die Balken gebunden war, predigte er weiter und verkündete die Liebe Christi an alle, die zuhören wollten. 2 Tage hing er dort, sein Körper durch den Schmerz geschwächt, aber sein Geist unerschütterlich. Im Tod verherrlichte Andreas den Herrn, dem er so treu gedient hatte, Jakobus, der Donner verstummt. Jakobus, der Sohn des Zebedeus, war von Beruf Fischer, doch sein feuriger Eifer brachte ihm und seinem Bruder Johannes den Spitznamen Donnersöhne ein. Er war einer von Jesu engsten Vertrauten. Zeuge der Verklärung und dabei in Jesu dunkelster Stunde im Garten Gethsemane, Jakobus, Kühnheit brachte ihn jedoch ins Visier von König Herodes Agrippa. Um die jüdischen Führer zu erfreuen, verhaftete Herodes Jakobus und verurteilte ihn zum Tod. Als erster Apostel, der den Märtyrertod erlitt, markierte sein Tod den Beginn des Leidens der Apostel. Seine Enthauptung war schnell, aber sie schockierte die frühe Kirche. Doch sein Glaube war unerschüttert. Jakobus folgte Jesus, sogar bis in den Tod. Johannes, der Überlebende, Johannes, der geliebte Jünger, lebte eine andere Geschichte. Er war von Anfang an bei Jesus und stand allein unter dem Kreuz, als sein Herr seinen letzten Atemzug tat. Johannes' Leben endete jedoch nicht im Märtyrertod wie bei den anderen. Johannes' Reise führte ihn nach Ephesus, wo er viele Jahre lang diente. Doch auch Johannes blieb nicht von Verfolgung verschont. Die Überlieferung besagt, dass er in einen Kessel mit kochendem Öl geworfen wurde, aber auf wundersame Weise unversehrt blieb. Statt des Todes wurde Johannes auf die Insel Patmos verbannt, wo er die Visionen empfing, die das Buch der Offenbarung werden sollten. Sein hohes Alter brachte ihm Frieden, und Johannes, der letzte der Apostel, lebte seine letzten Tage in stiller Reflexion. Er starb in Frieden, doch sein Zeugnis hallt in den Seiten der Heiligen Schrift wider, Philippus, der Evangelist. Philippus hatte ein Herz für die Evangelisation. Er ist am bekanntesten für seine Begegnung mit dem äthiopischen Kämmerer, dem er die Schrift erklärte und den Mann zu Christus führte. Doch Philippus' Dienst endete nicht dort. Philippus reiste durch Kleinasien und predigte an Orten wie Hierapolis, wo seine Botschaft sowohl Bekehrungen als auch Kontroversen auslöste. Dort, in Hierapolis, fand Philippus sein Ende. Die Überlieferung besagt, dass er entweder gekreuzigt oder gesteinigt wurde, ein Märtyrer für seinen unerschütterlichen Glauben. Doch selbst im Tod verbreitete sich seine Botschaft weiter, wie Samen, die auf fruchtbaren Boden gefallen waren, Bartholomäus, der geschundene Apostel. Bartholomäus, oder Nathanael, wie er manchmal genannt wird, war ein Mann ohne Falschheit, wie Jesus selbst bemerkte. Sein Leben endete jedoch in brutalem Märtyrertum. Die Überlieferung besagt, dass Bartholomäus nach Armenien reiste, wo er das Evangelium mit großem Erfolg predigte.
Doch sein Erfolg zog den Zorn der örtlichen Behörden auf sich. Bartholomäus wurde gefangen genommen, gefoltert und bei lebendigem Leib geschunden. Seine Haut wurde ihm vom Körper abgezogen, bevor er enthauptet wurde. Der Schrecken seines Todes ist unvorstellbar, doch Bartholomäus widerrief niemals seinen Glauben. Seine Standhaftigkeit angesichts solchen Leidens ist eine kraftvolle Erinnerung an die Stärke, die Gott denen gibt, die ihm gehören. Matthäus, vom Zöllner zum Märtyrer. Matthäus, einst ein verachteter Zöllner, wurde einer der ergebensten Nachfolger Jesu. Sein Evangelium sollte zu einem der wichtigsten Texte der frühen Kirche werden und unzählige Gläubige in ihrem Glauben leiten. Nach Jahren des Dienstes reiste Matthäus nach Äthiopien, wo er weiterhin die frohe Botschaft von Christus verkündete. Doch seine mutige Predigt erzürnte die Machthaber. Die Überlieferung besagt, dass Matthäus durch einen Messerstich getötet wurde. Vom Zöllner zum Märtyrer war Matthäus, Leben ein Zeugnis für die verwandelnde Gnade Gottes. Thomas, der Zweifler, der glaubte. Thomas wird oft als der ungläubige Thomas in Erinnerung behalten, der die Wunden des auferstandenen Christus sehen musste, um zu glauben. Doch Thomas' späteres Leben erzählt eine andere Geschichte, eine Geschichte von Mut und Glauben. Thomas reiste nach Indien, wo ihm zugeschrieben wird, eine der frühesten christlichen Gemeinden gegründet zu haben. Sein Dienst war fruchtbar, aber er zog auch Feindseligkeit auf sich. Schließlich wurde Thomas von aufgebrachten Einheimischen mit einer Lanze durchbohrt und getötet. Der Mann, der einst zweifelte, wurde zu einem mutigen Missionar, der das Evangelium bis an die Enden der Erde verkündete. Jakobus, der Sohn des Alpheus, der stille Apostel. Jakobus, der Sohn des Alpheus, wird manchmal als Jakobus der Kleine bezeichnet, weil er in den Evangelien weniger prominent ist. Doch sein Leben war alles andere als unbedeutend. Die Überlieferung besagt, dass Jakobus in Jerusalem diente und für seinen Glauben gesteinigt wurde. Seine stille Treue, die oft übersehen wird, hinterließ einen bleibenden Eindruck auf die frühe Kirche. Thaddäus und Simon der Zelot, die Märtyrer in Persien. Thaddäus, auch als Judas bekannt, und Simon der Zelot werden oft zusammen erinnert. Sie reisten als Team nach Persien, um das Evangelium in ferne Länder zu bringen. Ihr Dienst war fruchtbar, aber er führte auch zu ihrem Tod. Thaddäus wurde durch Pfeile getötet, während Simon in zwei Teile gesägt wurde. Diese beiden Apostel, vereint im Leben und im Dienst, wurden auch im Märtyrertod vereint und gaben ihr Leben für den einen wahren König. Matthias, der Apostel, der Judas ersetzte. Matthias, der von den Aposteln gewählt wurde, um Judas Iskariot zu ersetzen, schloss sich den Reihen derer an, die für den Namen Christi leiden würden. Die Überlieferung besagt, dass Matthias in Jerusalem und Jude predigte, bevor er gesteinigt und enthauptet wurde. Obwohl er nicht einer der ursprünglichen Zwölf war, teilte Matthias ihre Berufung, ihre Mission und schließlich ihr Martyrium. Paulus, der Apostel der Heiden. Paulus, Geschichte ist wohl bekannt. Einst ein Verfolger der Kirche, veränderte Paulus, dramatische Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus, den Verlauf seines Lebens. Von diesem Moment an wurde Paulus der leidenschaftlichste Verfechter des Evangeliums und reiste weit und breit, um Christus zu predigen. Paulus' Dienst führte ihn ins Herz des Römischen Reiches, wo er schließlich verhaftet und zum Tode verurteilt wurde. Als römischer Bürger wurde Paulus die Kreuzigung erspart und stattdessen enthauptet. Sein Leben, vom Verfolger zum Apostel, ist ein Zeugnis für die Kraft von Gottes Gnade und die verwandelnde Kraft des Evangeliums. Schlussfolgerung: Die Apostel lebten und starben für das Evangelium Jesu Christi. Ihre Geschichten sind mehr als nur Berichte über Leiden, sie sind Zeugnisse des Glaubens, des Mutes und der Kraft des Heiligen Geistes im Leben gewöhnlicher Männer. Obwohl ihr Leben im Martyrium endete, inspiriert ihr Zeugnis noch heute Gläubige. Das Blut der Apostel wurde nicht umsonst vergossen. Ihr Tod wurde der Samen der frühen Kirche, und durch ihr Opfer breitete sich die Botschaft von Jesus Christus in der Welt aus. Heute erinnern wir uns an ihren Glauben, ihren Mut und ihre Hingabe an den einen, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Für alle, die zu Jesus kommen, gibt es Vergebung. Rufe heute zu ihm und erlebe seine rettende Gnade.